Meine neue Burg Vulcan hat mich darüber informiert, dass vor langer Zeit ein mächtiger Ingvitaner ein labyrinthartiges Verlies unter Ket'nua angelegt hat, das jetzt als die endlosen Pfade von Ut'nua bekannt ist. Ut'nua wurde von den Leuten seiner Zeit für seine Taten umgebracht, aber die Burg Vulcan schwört, dass es unterhalb der Ruinen immer noch eine starke Macht gibt. Jedes Mal, wenn jemand versucht, Ket'nua für sich zu beanspruchen, erwacht dieser Meister in der Tiefe und schickt eine Horde Monster los, um denen entgegenzuwirken. Wenn ich mich nicht um diese böse Präsenz kümmere, könnte ich schließlich das Schicksal der Ädyrer erleiden, die versuchen, dieses Land vor langer Zeit zu beanspruchen. Wenn ich beabsichtige, mich in dieser Festung niederzulassen, muss ich es wahrscheinlich mit dem Meister in der Tiefe aufnehmen. Meine Burg Vogtin drängte mich, in die endlosen Pfade hinabzusteigen und diesen Feind zu suchen, damit in Ket'nua endlich Frieden herrschen kann. Gut. Dann gucken wir mal, was Alof noch zu sagen hat. Alof scheint den Gedanken verloren, als du dich ihm näherst, zuckt er zurück und zieht die Luft scharf durch seine Zähne ein. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Du hast dich merkwürdig benommen. Bist du in Ordnung? Erkläre mir, was hier vor sich geht. Bist du in Ordnung? Of course. Merely processing some of the unusual things we've seen lately. Seine Lippen zucken zu einem fahlen Lächeln. Natürlich, ich verarbeite nur einige der ungewöhnlichen Dinge, die wir kürzlich gesehen haben. And if Meyerwald is to be believed, it would seem you've an uncertain future ahead. Er beobachtet dich sorgfältig, und wenn man Meyerwald Glauben schenken kann, dann steht dir wohl eine ungewisse Zukunft bevor. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Er war außer sich. Ich gebe nichts auf das Geschwafel eines Wahnsinnigen. Es gibt keinen Grund, jetzt schon Vermutungen anzustellen. Meine Situation ist schlimmer, als mir bewusst war. Wir müssen diesen bleiernen Schlüssel finden, und zwar schnell. In seinem früheren Leben war er ein Monster. Er hat bekommen, was er verdient hat. Nehmen wir mal die Schwier. That does seem like the logical course of action. I shall follow your lead. Das scheint mir in der Tat der nächste logische Schritt zu sein. Er legt seinen Umhang um die Schultern. Ich werde deiner Führung folgen. Ich möchte etwas anderes diskutieren. Alof sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Erzähl mir von Edir. Er blickt dich überrascht an. Hast du dein Heimatland schon vergessen? Wundert mich nicht, dass nicht die Bewandtnisse hier haben dich Sili stets sehr beschäftigt. Ich bin jetzt schon seit mehr als einem Jahr fort, aber ich vermute, die Wälder und Felder von Edir werde ich für immer als Heimat ansehen. Hinter uns liegen tausende Jahre von Geschichte und Brauchtum, und damit geht ein gewisses Gefühl von Würde und Verantwortung einher. Er runzelt die Stirn. Natürlich gibt es auch Altlasten. Unsere imperiale Vergangenheit ist in der Erinnerung vieler immer noch frisch, wie du hier gemerkt haben könntest. Es ist schwer gewesen, sich an das Leben in Dürwald anzupassen. Die Leute hier sind ungezwungen und heißblütig. Sein Mund verzerrt sich zu einem scharfen Grinsen. Beleidigungen schenken sie mehr Aufmerksamkeit als der Pflicht. Solange man aber Provokationen vermeidet, kommt man mit ihnen ganz gut klar. Er legt die Fingerkuppen zusammen. Ich habe mich jedenfalls gut genug angepasst, um meine Gedanken für mich selbst zu behalten. Alof sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich zu Diensten sein? Wie lange warst du im Voltal? Er zuckt mit den Achseln und zupft den Saum seines Ärmels. Nicht viel länger als du. Wie du gesehen hast, war es kaum die Oase, als es angepriesen wurde. Hättest du einen Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte? Er zupft an seinen Ärmeln. Meyerwald drängte dich, diese Agenten des bleiernen Schlüssels in Trutzburg ausfindig zu machen, oder? Sein Zustand sollte uns Warnung genug sein, und wir sollten sie mit aller Eile suchen. Das ist alles. Können wir nochmal mit Alof reden? Ja, das ist alles. Okay. I'm here. Da sind wir schon mal mit Alof. Dialogen fertig. Und ja, es ist lustig zu sehen, wie dieser Teil der Mauer jetzt als einziger hübsch und so aussieht, während die restliche Mauer noch verwildert, verwuchert und in Trümmern liegt. Wobei das da oben sieht eigentlich alles ganz in Ordnung und passabel aus. Der Irrgarten sieht scheiße aus. Gut. Ich verlasse jetzt mal Ket'nua hier über die Straße. Dann kommen wir zu den Waldebenen. Dürfurt können wir noch nicht erreichen von hier aus. Ich gehe aber mal kurz einen minimalen Abstecher machen.
Absolutely. So, da müsste ich nur wieder nach da oben. How about that? Oh, und wir finden etwas. Schutzumhang. Der kam weg. Und das wird ins Lager. Eine Schriftrolle. Nach oben klettern. So, runterklettern. Entdarken benutzen? Oh. Weggehen. Okay, jetzt haben wir tatsächlich noch einen Enterhaken verbratzt. Oder wie? Na gut, wir werden sicherlich noch welche finden. So, 2 Tage, bis wir in den Waldebenen sind. Bau von Hauptburg ist abgeschlossen. Dann können wir jetzt als nächstes den Kerker in Auftrag geben. Der dauert auch 2 Tage. Ja, ich will halt einfach rausfinden, wie viele Leute ich einkerkern kann. Okay, hier ist wieder ein Monument, wo Leute festgehalten sind. I'm here. Und ein Waldlaucher. Lava beyond seek. Following your lead. Die machen halt wirklich Schaden, die Kerle. Deswegen ist es immer gut, wenn sie tot sind. Certainly. So, Sturmwallschlucht. Ja, die können wir uns dann auch als nächstes angucken, bevor wir nach Trutzbucht gehen. Aber jetzt erstmal kurz der Straße folgen, dass wir Sargani finden. Dass wir endlich mal ein volles Team sind. Ja, da ist sie. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. Nach Keet nur im Norden, nach Trutzbucht in den Westen. Eine mit Fell und Leder bekleidete Zwergenfrau lehnt sich gegen den Wegweiser. Ihr Gesicht ist nach unten gerichtet. Ihre Augen werden von einem dicken Streifen Gesichtsfarbe verdunkelt. Mit einem Messer mit Walrosszahngriff schärft sie eine knöcherne Pfeilspitze. Ihre Aufmerksamkeit aber gilt einem Bärenfigürchen zwischen ihren Füßen. Ein großer Fuchs mit weißem Fell steht an ihrer Seite und schaut auf, als du dich näherst. Easy, Itumak. It's not him. Ruhig, Itumak, er ist es nicht. Auf wen wartest du? Diese Kluft macht ja nicht schmeichelhaft, aber ich bin definitiv nicht er. Du wirkst, als hättest du dich verlaufen. Auf wen wartest du? Short version? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. Kurzversion, ich suche nach einem sehr, sehr alten Freund. Ich weiß nicht, wessen Haut er heute trägt, aber wenn ich ihn sehe, werde ich ihn erkennen.
Dein Freund soll sich hier mit dir treffen. Du könntest wahrscheinlich etwas Produktiveres tun, als hier rumzustehen. Kann ich dir helfen, ihn zu finden? Nehmen wir mal das That's erste. What I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone. But I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue. But I had to try something. Genau das habe ich gehört. Aber der Mann, der mir das sagte, behauptete auch, dass der Stab, den er bei sich trug, aus Drachenknochen geschnitten wurde. Aber ich erkenne Weißholz, wenn ich es sehe. Sie rollt die Augen nach oben und schüttelt den Kopf. Das hätte mein erster Hinweis sein sollen, aber ich musste etwas ausprobieren. Nochmal, was hat dieser Fremde mit deinem Freund zu tun? Etwas ausprobieren? Von was genau sprichst du? Here we go. I'm from an island to the far south called Nasitok. I came here looking for a village elder, a man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. Die lange Version. Na gut, los geht's. Ihre Schultern heben und senken sich, als sie tief einatmet. Ich komme von einer Insel weit im Süden, die man Nasitak nennt. Ich bin auf der Suche nach einem Dorfältesten hierher gekommen, einem Mann, den wir als Persok kannten. Zu Hause bin ich eine Jägerin, deshalb fiel es mir unter normalen Umständen nicht schwer, jemanden aufzuspüren. Aber Persoks Spur ist gelinde gesagt kalt. Warum kannst du ihn nicht finden? Von deinem Volk soll es im Dürrwald ja nicht so viele geben. Wie lange suchst du schon nach Persok? Ihre bemalte Stirn senkt sich und ihr kompakter, muskulöser Körper sackt für einen kurzen Augenblick zusammen. 5 Jahre. Warum kannst du ihn nicht finden? Er starb, als ich noch ein junges Mädchen war. Den Teil habe ich nicht erwähnt, oder? Ich suche nach seiner letzten Reinkarnation, was so ziemlich jeder sein könnte. Also hast du 5 Jahre nach einem Fremden gesucht, an den du dich kaum erinnern kannst. Wie sollte ihn jetzt noch jemand finden? That about sums it up. Sie nickt dir langsam und nachdenklich zu. Das fasst es grob zusammen. Das muss eine wichtige Aufgabe sein. Ich weiß tatsächlich, wie du dich fühlst. Klingt nach reiner Zeitverschwendung. Warum musst du den Persok finden? Nehmen wir mal die 2. Then you have my sympathies. Hopefully you've got a better lead than I do. Sie hebt deine Augenbraue. Da hast du immer ein Beileid. Hoffentlich hast du eine bessere Spur als ich. Sie schaut das andere Figürchen im Schmutz an. Wie passt dieses Figürchen da hinein? Sie wischt das Figürchen an ihrer Hose ab und hält es in einer kleinen, flachen Handfläche. Das Figürchen ist glatt und rund und hat die Form eines Bären. Das polierte Adra ist durch Abnutzung entlang seines gewölbten Rückens und seines eiförmigen Gesäßes matt geworden. Das Innere des Figürchens leuchtet sanft. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. Hübsch, nicht wahr? Es gehörte Persok. Bevor er in das Rad zurückkehrte, ließ er einen Splitter seiner Seele darin zurück, um uns zu helfen, ihn später zu finden. Als sie es dir hinhält, spürst du schwache Empfindungen, keine echten Erinnerungen, aber Spuren von jemandem. When I left Nasitok, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright. For a few hours. But most of the time it looks just like this. Als ich Nasitak verließ, war sie innen völlig dunkel, aber je näher ich Persok kam, desto heller leuchtete sie. Seit ich den Dürrwald erreicht habe, ist sie nur schwer zu lesen. An manchen Tagen flackert sie nur und wird dann dunkel, an anderen leuchtet sie schön und hell für ein paar Stunden. Meistens sieht sie aber aus wie jetzt. Na, könnte ich sie mir mal ansehen? I've heard that one before. Whole reason I'm standing here is because some so-called watcher from Forked Vale told me he could take a look. For a few golden dukes, of course. Sie hört dich misstrauisch an. Sowas höre ich nicht zum ersten Mal. Ich stehe hier nur, weil mir ein sogenannter Wächter aus Gabeltal erzählt hat, ich sollte mich hier mal umsehen. Für ein paar Golddukes natürlich. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the Wolf's Lair and the Twining Trees. Ich war schon auf dem Weg aus dem Belsumpf heraus, als ich die Leute über einen fahrenden Mystiker reden hörte, der angeblich Seelen lesen kann. Sie zuckte mit den Achseln. Ich wusste, dass es unwahrscheinlich war, aber was hatte ich schon zu verlieren?
Also suchte ich den Kerl auf und gab ihm das Adrafelgürchen. Er zog eine große Show ab, stöhnte und rollte mit den Augen und nachdem ich ihm 5 Goldducks zum Lüften des Schleiers gegeben hatte, sagte er mir, ich sollte mich zur Kreuzung im Feld zwischen der Wolfshöhle und den sich windenden Bäumen begeben. Was ist die Wolfshöhle? Trutzbuch, die Einheimischen nennen den aktuellen Duck Wolfsgrinsen. Klingt danach, als ob man mit ihm gut ein Trinken gehen könnte. Sind die sich windenden Bäume ein wirklicher Ort? Ja, mein Zwillingsulm. Ich bin noch nicht da gewesen, aber ich habe gehört, dass es dort einige besonders einprägsame Bäume gibt.